zusammen, ich melde mich wieder mit einem Überraschung-Fashion-Video. Ja, ihr habt mich alle vom Gegenteil überzeugt, aber vorher wollt ihr bestimmt noch wissen, wer das Baby Gaga-T-Shirt gewonnen hat. Und gewonnen hat, ich blende den Namen mal hier unten ein, weil ich kann den, glaube ich, nicht aussprechen. Also ich, in meinem Kopf spreche ich immer Checkers aus, aber ich glaube, das ist nicht die richtige Weise, das auszusprechen. Und ja, du hast das liebe Baby Gaga-T-Shirt. Das Baby Gaga-T-Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast mir dazu geschrieben, dass du das T-Shirt deiner 14-jährigen Tochter schenken möchtest, falls du es gewinnst. Da ich aber nicht will, dass du leer ausgehst als meine liebe treue Abonnentin, schenke ich dir noch einen Lipgloss deiner Wahl mit dazu. Und zwar kannst du dir einen Lancôme Juicy Tube aussuchen. Ich habe jetzt mehrere. Ich habe auch schon selber welche getestet. Und zwar hast du einmal die Wahl zwischen diesen dreien. Das ist einer mit Pfirsichgeruch, einer mit Rosenduft und einer mit einem süßen Schokoduft. Und die sind, die haben jetzt nicht wirklich eine eigene Farbabgabe, sondern sind sehr transparent. Also such dir einen aus, wie gesagt, Pfirsich, Rose oder Schokoduft. Und den schicke ich dir dann mit zu. Schreib es mir per Privatnachricht. Und ja, und dann brauche ich natürlich auch deine Adresse, damit du das T-Shirt kriegen kannst. So, das war das. Dann seht ihr jetzt meine Haare wahrscheinlich. Und wie ihr seht, sind die gar nicht so kurz. Ich wollte mir ja eigentlich einen Langbob schneiden lassen, aber drei Friseure haben mir davon abgeraten. Und deswegen, alle drei haben mir diesen Haarschnitt jetzt geraten. Und wie ihr seht, ist gar nicht so kurz. Also. Und für diejenigen, die jetzt meine langen Haare trotzdem vermissen, die Haare wachsen ja nach. Ist wie gesagt sehr stufig und ja, oben habe ich versucht Volumen reinzubringen, unten habe ich die untere Haarpartie geglättet ein bisschen. So, kommen wir jetzt zu dem Outfit und zwar wollte ich euch ein, boah, ich stehe hier gerade voll kniend und das tut voll weh in den Beinen. Ich wollte euch ein Oberteil zeigen, welches ihr ja sehr gerne mochtet, habe ich gemerkt in meinem letzten Fashion Video, deswegen mache ich nochmal zwei Outfits mit diesem Oberteil. Und ich zeige es euch so, wie ich es wirklich kombiniert habe letztens. Ich war an einem Tag shoppen und danach trinken gehen mit meiner Freundin und war zwischendurch kurz zu Hause und habe dann das Outfit ein bisschen anders kombiniert. So, und zwar ist es dieses graue Oberteil von Promode. Habe ich letztes Jahr gekauft, habe ich aber gesehen, dass es das immer noch zu kaufen gibt letzten Monat. Da war noch eine ganze Stange voll bei Promode. Ich weiß nicht mehr, wie teuer das war. Guckt mal in meinen alten Fashion-Videos nach. So, und ich habe noch nichts dazu kombiniert. Ich habe es nur so an, wie ich es sonst so anhabe. Und dazu pinke Hello Kitty Socken. So, wollen wir aber nicht bleiben. Also, als erstes kombiniere ich dazu meine Lieblingsstiefel. Eigentlich einer der wenigen Stiefel, die ich habe. Und die habe ich schon seit Ewigkeiten von Roland. Und damit wollen wir mal die peinlichen Hello Kitty Socken bedecken. So, das ist das erste. Dann kommen noch andere Sachen hinzu. Und zwar, womit starte ich? Ich nehme ein bisschen den Stuhl direkt hier hin. Mit einem dunkelblauen, dunkelblauen Strickjacke von Mango. Weiß ich nicht, wie teuer war. Das war 30 Euro, glaube ich. Das ist die Seite. So. Und den habe ich da drüber getragen. Und ich persönlich habe dann den zweiten Knopf unterhalb der Brust geschlossen. Und dann farblich passend zu den Stiefeln einen Ledergürtel noch drumherum gebunden. Und dieses Outfit habe ich in einer meiner alten Fashion-Videos schon mal gezeigt. Dann habe ich das so getragen und dann entsprechend passender Schmuck von der Farbe her. Also Holz am Reifen. Kennt ihr wahrscheinlich manche von euch von meinen ganz alten Fashion-Videos. So, und so dieses Outfit plus, jetzt kommt noch die Tasche, plus diese Douglas-Tasche. Schweinegünstig bei Douglas. Ja, habe ich dann zum Shoppen gehen getragen. Und so würde dann mein Shopping-Outfit aussehen. Und Ohrringe trage ich auch, solche bräunlichen. Blim, blim, blim. Und die sind auch uralt, habe ich mal bei H&M gekauft. So, aber wenn ihr diese Gürtel-Trage-Technik, diesen Gürtel-Look nicht mögt, dann könnt ihr einfach den Pulli offen lassen und dann so eine Holzkette dazu kombinieren. Und die könnt ihr dann ruhig ein bisschen länger so dazu tragen, wenn ihr mögt.
Und da könnt ihr auch richtig schön die Hände vergraben in dem Outfit. Das mag ich. Ich liebe Taschen an einem Outfit. Oder so. Wie jeder es am liebsten mag. So, später, also so bin ich dann zum Shoppen hingegangen und später sind wir dann noch ausgegangen, sind noch was essen und trinken gegangen. Und ich hatte nur ganz, ganz kurz Zeit, nach Hause zu fahren und mir was anderes anzuziehen. Aber ich habe im Prinzip das Outfit so gelassen und es aber ein bisschen anders kombiniert. Moment. Als erstes habe ich einfach die Schuhe gewechselt. Und zwar habe ich diese grauen Kunstlederstiefeletten mit Fake-Holzabsatz dazu kombiniert. Und das passt farblich sehr gut zu diesem langen Oberteil vom Promot. Und statt dieser Strickjacke habe ich diesen grob gestrickten Wollcardigan von H&M genommen und darüber angezogen und ist einfach ganz locker flockig offen gelassen. Yay! Und als letztes habe ich dann noch diesen Schal einfach um den Hals getragen. Einfach so. Jo. Und so bin ich dann aufs Essen gegangen. Ist ein sehr langer Schal, also wenn ihr sehr groß seid, dann sieht das super aus. Also ich bin jetzt ein bisschen kleiner, ich bin 1,65, aber jo, wenn ihr noch größer seid, dann sieht das noch viel besser aus, finde ich. Und ja, und das ist dann mein Trinkausgeh-Outfit dann gewesen an dem Tag. Und das, diese zwei Outfits habe ich wirklich getragen an diesem einen Tag. Und ja, vielleicht waren ja ein paar Kombi-Tipps für euch mit dabei. Wie gesagt, dieser grob gestrickte Cardigan ist von H&M, ist aber schon noch vom letzten Jahr. Ich glaube nicht, dass es das noch bei H&M zu kaufen gibt. Gab es aber auch noch mit verschiedenen Farben. Und den Schal, den habe ich letzten Monat bei Zara gekauft, hat 20 Euro gekostet, hat so ein schwarz-weißes Zebramuster und der löst sich schon in den einzelnen Nähten auf, wie ich gerade sehe. Ja. Okay, das ist das Ende des Videos und ich hoffe, es war ein brauchbarer Tipp für euch mit dabei. Und ja, ich gehe jetzt mal wieder einkaufen, mal diesmal für die Wohnung. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!